bitte beruhigen Sie sich. Das. Nein. Herzlichen Dank. Zauberhaft bedanke mich. Willkommen zu einem weiteren Gepäckmarsch, ein Eilgepäckmarsch durch die komische deutschsprachige Literatur der letzten Jahre. Ich bin wie immer in der besten denkbaren Gesellschaft. Jochen Malmsheimer oder The Voice, wie ich ihn nenne. Man hat ja so, gibt ja die Synästhetiker, die bei Zahlen eine Farbe sehen. Ich habe schon oft überlegt, wenn ich Jochens Stimme höre, welche Mahlzeit verbinde ich damit? Es ist ein perfektes, weichgekochtes Ei mit Malosol-Kaviar gewürzt statt Salz? Oder ist es eine bretonische Auster mit einem Dash Zitronensaft und einem Hauch frisch gemahlenem weißem Pfeffer? Oder ist es ein strammer Max? Ich hab's gehört, du hast es wieder gesagt. Du hast es wieder gesagt. Du hast es gesagt. Er hat es gesagt. Ja. Ich würde jetzt. Danke. Ich hab's genau gehört. Komm, das ist doch toll. Der Mann klingt wie ein strammer Max. Ich hab's das ist genau doch schon gehört. Großartig. Strammer Max. Überbäckst du ihn eigentlich mit Käse? Das machen ja. Nein. Nicht? Ich unterlege ihn mit Brot. Du überbackst alles mit Käse, nicht? Wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich sogar Käse, gell? Das war ein gezirkelter Spaß. Wir hatten, ich war ja, glaube ich, lange in einer WG gewohnt anfangs, und dann hatten wir einmal ein Spiel, die Käsesache. Ah. Man nahm irgendetwas, was im Kühlschrank war, überbuck es mit Käse. Und wer dann nicht geraten hat, was es war, der musste spülen. Wir beginnen mit Thorsten Sträter. Thorsten Sträter ist ein Seiteneinsteiger ins Comedy-Geschäft und er hat einen Blitzstart hingelegt. Er ist im Übrigen, wenn Sie mal googeln, bei Wikipedia, da wird er auch als Horrorautor gelistet. Denn er hat tatsächlich Anfang des Jahrtausends 3 Horrorromane, Jacks Gute-Nacht-Geschichten, geschrieben. Ich habe mir das schon bestellt, ich bin mal gespannt. Das machen wir aber auch jetzt nicht. Sondern wir lesen eine, ja, wie soll man das nennen, Jochen? Geschichte? Nein, ich meine jetzt, ja. Gestern hat Günther für kleines Geld ein iPhone auf dem Schwarzmarkt geholt. Aber es hat keinen Empfang. Null. 100 Euro sind kein Geld für ein iPhone. Aber Recherchen ergaben, was er da gekauft hatte, war ein Taschenrechner. Wir merkten es daran, dass die Telefonnummern immer zusammengezählt wurden. Wir sind alt geworden. Analoge Typen in einer digitalen Zeit. Ist alles schwierig geworden. Überall Stolperfallen. Zu Hause sitzt diese Frau auf der Couch. Seit mir ihr Name entfallen ist, sind unsere Gespräche etwas umständlich geworden. Hallo? Du? Sage ich beim Reinkommen. Klingt jetzt dumm, aber seid froh, dass ihr nicht dabei wart, als ich sie eine Woche lang gesiezt habe. Wie war dein Vorstellungsgespräch? Du, das war nix. Ich möchte einen Partner, der Arbeit hat. Partner, denke ich, was soll das denn? Was für ein Partner? Für wen hält sie sich, Mel Gibson? Riggs, es tut mir leid, dass ihr Partner getötet wurde, aber so geht es nicht weiter. Geben Sie mir Ihre Waffe und die Dienstmarke. Sie werden mich trotzdem nicht davon abhalten, den Mörder meines Partners zu finden. Sie sind suspendiert. Geben Sie mir Ihre Marke.
Ich sag besser nichts dazu. Stattdessen, Puppe, es ist nicht leicht. Thorsten? Ja? Wie heiße ich? Warum? Sag es. Momento. Sage ich, stehe auf und beginne mich umzusehen. Frauen beschriften ja immer ihr Zeugs mit Namen. Bin ich ein Fuchs? Geh ins Bad, dann in die Küche. Wie heiße ich? Ich kann's eingrenzen. Entweder Rexona oder Mulinex. Wie bitte? Na gut, sage ich. Ich nehme den 50-50-Joker. Wie gesagt, ich stecke in einer Krise. Ich bin alt und kein Interessiertes. Das ist doch kein Leben. Früher konnte ich ununterbrochen Sex machen. Jetzt, mit 45. Kriege ich es gerade mal 4 Stunden am Stück hin. Dann muss ich ein Glas Wasser trinken. Und mir die Beine vertreten. Es ist so entwürdigend. Und damit gehen wir mit Riesenschritten auf die Vorweihnachtszeit zu. Ist richtig. Mein Sohn ist 8 und glaubt noch an Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist ja bekanntlich von Coca-Cola erfunden worden, aber das ist mir egal. Älterer Herr, rote Kutte, weißer Bart, läuft. Ist mir bedeutend lieber als das Konzept vom geschenkbringenden Christkind, weil ich mir da immer einen geburtsnassen Säugling vorstelle, der versucht, schwere Pakete durchs Wohnzimmer zu zerren. Und eine Erfindung von Coca-Cola zu sein, ist so ein Drama auch nicht, da gibt es sicher Schlimmeres. Hätte Ikea den Weihnachtsmann erfunden, müssten wir uns unsere Geschenke am Arsch der Welt aus einem Hochregal ziehen. Ich hab nichts gegen Ikea, aber irgendwann ist es soweit, dass ich da einen Holzstuhl kaufen will und einen Sack Sägespäne und eine Tube Uhu bekomme. Zurück zum Thema. Also kein Problem mit dem Weihnachtsmann. Sein düsterer Kompagnon, Knecht Ruprecht, der schäbige Kollege mit der Rute, ist das Problem. Kennt Kind nicht, glaubt Kind nicht dran. Beim Knecht ist schlecht. Ich kann meinem Kind nicht mal vernünftig erklären, wie das mit dem Züchtigungswerkzeug Ruprechts funktioniert, weil mein Sohn das nur im Zusammenhang mit dem Navi kennt. Die Route wird berechnet. Stattdessen Fragen über Fragen. Bringt der Weihnachtsmann immer die Geschenke, Papa? Ja, sicher, Sohn. Ist unser Nachbar der Weihnachtsmann? Ach Gott, dachte ich. Herr Reinkober, der zugegeben sehr bärtige, rüstige Alte mit seinem auf Kehle dressierten Rauhaardackel. Der ist wohl eher der Wehrmachtsmann. Er nicht, Kind. Der Weihnachtsmann sieht anders aus. Kommt der Weihnachtsmann zu allen Kindern? Zu den Artigen. Andernfalls schaut Knecht Ruprecht vorbei. War ich unartig? Nö, ging so. Teils, teils. Ich habe im November Weihnachtsgeschichten im Seniorenheim vorgelesen, Charles Dickens und Konsorten. Mein Kind hatte ich mitgenommen und irgendwann wurde es meinem Sohn langweilig. Dann mach dich nützlich und sei lieb, sagte ich. Eine halbe Stunde zuvor hatte es Kaffee und Kuchen gegeben und die Schwestern begannen, das Besteck wieder einzusammeln. Mein Sohn versuchte eifrig dabei zu helfen, indem er eine beliebige Zimmertür aufriss und hineinbrüllte: Sie müssen jetzt den Löffel abgeben! Das war nicht schön. Aber da ich es für diesen Text verwenden kann, sei es drum. Also sagte ich, du warst schon ziemlich lieb. Dann kriege ich Knecht Ruprecht nicht zu sehen? Nein. Weil es den nicht gibt? Quark, den gibt's. Wie sieht der denn aus? Warum? Darum. Zwingende Argumentationskette. Damit wird schon später in der Politik massiv durchstarten. Also, der sieht übel aus, Herr Knecht Ruprecht. Nicht schön. Trägt er eine Maske? Was? Klar. Und eine Waffe? Doch, bestimmt. Eine Axt. Knurrt der? Ja, sicher. Der knurrt wie sonst was. Maske, Axt, ganz in schwarz, am Rumknurren, ganz fieser Stratege. Aber du
Du kriegst den ja nicht zu sehen. War's ja lieb. Aber wenn ich böse bin, kommt er und ich kann ihn sehen. Theoretisch. Aber du hast ja nichts Böses getan. Deswegen wird das nichts. Sei froh. Gut gelöst, dachte ich. Das war 2 Stunden vor der Bescherung. Und etwa 40 Minuten, bevor mein Sohn mit voller Absicht das Katzenklo in die Sockenschublade entleerte. Hier die Chronologie des zerklüfteten Rechts vom Heiligabend. 18:45 Uhr. Bist du irre? Was soll das? Fragte ich. Ich warte auf Knecht Ruprecht. Der kommt nicht. Weil es den nicht gibt. Doch! Dann kommt er auch. Du würdest mich ja nicht anlügen, oder, Papa? Wie er strahlte. Verdammt. Ich hatte meinen eigenen Sohn falsch eingeschätzt. Er glaubte an den Weihnachtsmann, weil er ihn aus Film, Funk und Fernsehen kannte. Aber ihm fehlte jedes visuelle Konzept zum Knecht. Das einzige Bild, das er kannte und das dem Abbild Knecht Ruprechts nahe kam, war aus dem Stern. Papa, ist das Knecht Ruprecht? Nein, das ist Silvio Berlusconi. Großer Rutenschwinger, aber nicht der Knecht. Super. Bitte, bitte. Das Kind glaubt nicht. Und nun? Ich musste was tun. 19.10 Uhr. Im Keller riecht's nach verwarzter Autobatterie. Immerhin, Axt ist da. Suche meine alte Lederkombi aus der Zeit, als ich dachte, Frauen fänden es prima, wenn Männer ihre Angebetete mit 240 Sachen auf dem Moped zur Eisdiele fahren. Stimmt aus 2 Gründen nicht. Erstens, man schafft nur 190, wenn die Eisdiele auf der anderen Straßenseite ist. Und zweitens, der Bremsvorgang fällt entsprechend ruppig aus. Fazit, Frauen, die gebrochen haben, wollen dann keinen Krokantbecher. Das nur mal so als... Das als nützliche Info. Quetsch mich in die Ledermontur. Passt. Aber irgendwann muss ich atmen. Maske. Ich improvisiere. Finde einen leeren Mayonnaise-Eimer. Mit der Zange Löcher rein, setz ihn auf. Es riecht... Es riecht nach toter Maus und Karneval 76. Aber ich kann sehen. Paulo Coelho sagte mal, denn nur dem, der den Mut hat, den Weg zu gehen, offenbart sich der Weg. Ich kann nur hoffen, dass Coelho beim Ersinnen dieser Weisheit einen Eimer auf dem Schädel hatte. 19:30 Uhr. Bin im Treppenhaus. In 5 Minuten ist Bescherung. Als ich mit Leder, Overall, Axe und Mayo-Eimer auf dem Brägen die Klingel drücken will, geht das Licht an. Herr Reinkober betritt das Treppenhaus. Er stutzt kurz, dann brüllt er: Fassrummel! Wusste ich's doch. Rommel. Klassischer Dackelname. Das Tier gibt alles, ist aber zu fett und kommt nur bis zum Knie. Und ich trage Leder. Kann Rommel ja kaputt lutschen. Konzentration jetzt. Dann öffnet sich unsere Wohnungstür. Meine Familie. Was ist das für ein Radau? Ich hebe die Axt und wackle mit dem Kopf und sage. Mein Papa? Sohn. Ich. Papa! Nee. Herr Sträter, sind Sie wahnsinnig? Ich, Paul Coelho, sagt, das Leben kann, je nachdem, wie wir es leben, kurz oder lang sein. Das gilt auch für Dackel. Ja, ja. 2. Weihnachtsfeiertag, 18 Uhr. Es ist schwieriger zu verändern, was draußen ist, als das, was drinnen ist, sagt Paulo Coelho. Stimmt, vor allem, wenn man über die Feiertage von der eigenen Familie auf dem Gästeklo eingeschlossen wird. Dabei geht's schon wieder. Hauptsache, ich kriege bis Silvester die Lederkombi vom Baich. Aber dafür müsste erstmal der Dackel loslassen. Projekt Ruprecht ist jedenfalls gestorben. Aber wie sagt ein anderer großer Philosoph, nämlich Sylvester Stallone? Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Da sind noch andere Projekte zu stemmen.
Mein Sohn glaubt nämlich auch nicht an den heiligen Sankt Martin. Kennt er nicht. Wir haben immer die Umzüge verpasst. Noch 11 Monate Planungszeit also. Bis es endlich heißt, da steht ein Pferd auf dem Flur. Harald Martenstein, die neuen Leiden des alten M, ist eine weitere Sammlung seiner großartigen Kolumnen. Ich hab's gleich. Sie sich keine Sorgen. 41. Sargpflicht ist auch ein 41 schöner. 41 ist Stühlchen, Stöckchen. In Berlin hat sich eine Politikerin den Grünen, Marianne Burkhardt-Eulitz, ich glaube, die wollen es auch irgendwo. Keiner kommt so auf die Welt. Gegen die Diskriminierung. Gegen die Diskriminierung von Menschen ausgesprochen, in diesem Falle bei Schönheitswettbewerben. Sie sagt, bei Misswahlen werden grundsätzlich Menschen unserer Gesellschaft ausgeschlossen. Bei Schönheitswettbewerben gewinnen meistens Menschen, die dem herrschenden Schönheitsideal entsprechen. Andere Menschen haben keine Chance. Auch ich bin so ein Fall. Zu den Mr. Germany-Wahlen gehe ich seit Jahren gar nicht mehr erst hin. Es wäre zu schmerzhaft. Frau Burkhardt-Eulitz schlägt vor, dass bei Miss- oder Mister-Wahlen auch weniger schöne Menschen gewinnen dürfen. Jeder soll eine Chance haben. Wie das konkret aussehen könnte, sagt sie nicht. Ist auch extrem schwierig. Mit der Quote kann man da irgendwie nicht arbeiten. Wenn ich mit Hilfe der Quote für weniger schöne Menschen zu Mr. Germany gewählt würde, wäre mir das peinlich. Schönheitskönig der Unschönen. Ein bitterer Lorbeer. Es geht eigentlich nur, indem man bei den Miss- und den Mister-Wahlen die Blindbewerbung einführt. Alle tragen Burka. Dann bräuchte man auch keine Geschlechtergrenzen mehr bei den Wahlen. Da könnte sogar ich zur Miss Germany gewählt werden. Die Diskriminierung von Menschen wegen ihres Aussehens heißt Lookismus. Kommt von dem englischen Verb to look. In Teilen von Australien und in der amerikanischen Stadt Washington ist Lookismus bereits gesetzlich verboten. Nur Leistung soll zählen. Wobei ich es insofern nicht verstehe, als die Leistung, die man bei einem Schönheitswettbewerb erbringen muss, meines Wissens darin besteht, gut auszusehen. Und wenn man tatsächlich sagt, nur die Leistung soll zählen, werden grundsätzlich alle Menschen ausgeschlossen, die keine Leistung bringen. Komisch. Wirklich gerecht wäre es, alle Positionen in der Gesellschaft auszulosen. In einer wirklich gerechten Gesellschaft wäre Kardinal Ratzinger womöglich beim Filderkrautfest Spitzkrautkönigin geworden. Was er sonst nie geschafft hätte. Losen wäre gerecht, aber würde es den Betroffenen Spaß machen? Ich weiß auch nicht, was aus all den Menschen werden soll, die wie ich zum Beispiel bei Verlosungen immer Pech haben. Sieh mal an, dass ich dann jedes Jahr Spitzkrautkönigin werde. Und wer entscheidet darüber, ob ein Mensch bei den künftigen Wettbewerben im Quotentopf der Schönen, bei den weniger Schönen oder bei den Unschönen antreten darf? Schönheit ist ja zum Glück sehr stark Geschmackssache. Egal wie du aussiehst, irgendwo da draußen ist jemand, dem du gefällst. Bin übrigens statt Schönheitskönig Journalist geworden. Am Journalismus fällt auf, dass Menschen, die keinen einzigen korrekten Satz zustande bringen, dort keine Chance haben. Das ist der sogenannte Rightismus. Wenn der Lookismus abgehakt ist, werden Sie sich als nächstes den Rightismus vornehmen.
Rainer Moritz, meine Damen und Herren, ein Germanist, promoviert selbstverständlich, wie alle, hat. Naja, er war Lektor und war auch in anderen literarischen Positionen, hat Romane, Essays und so weiter geschrieben, hat auch über Fußball geschrieben. Er hat Fußball von Sokrates bis Klinsmann geschrieben. Tore fallen vorne, ist der Untertitel. Und er hat eine wunderbare Sammlung mit Büchern für die verschiedenen Gelegenheiten, die einem Unwohlsein verursachen. Das ist wirklich sehr, sehr hübsch. Und jetzt hat er eine Sammlung von Sexstellen. Das Buch heißt Wer hat den schlechtesten Sex? Es ist eine Untersuchung, wie die verschiedenen Autorinnen und Autoren die körperliche Liebe verbal meistern. Die meisten scheitern und das liest sich sehr amüsant. Da machen wir jetzt ein schönes Beispiel. Kollege Manns, haben wir die Seite finden sollte. Ich habe meine ich bereits sollte nur, es war mehr ein Ausdruck meiner eigenen Unvollkommenheit. Ich würde dann, wenn Sie dann was so weit das sind, Seiten auffinden. Sie, ja, gut, dass Sie geheftet sind, dann sind Sie alle immer beieinander. Ja. So eine Buchhändlerausbildung soll man nicht unterschätzen. Umfragen bringen mitunter Erstaunliches zutage. Ein Berliner Datingportal etwa befragte vor kurzem seine Mitglieder nach den unbeliebtesten Kosenamen unter Partnern. An erster Stelle rangierte mit deutlichem Vorsprung vor Baby oder Sonnenschein überraschenderweise das Virilitätslob Hengst, das gemeinhin als eine Männern angenehme, weil schmeichelnde Vokabel galt. Offensichtlich scheint sich hier eine Abkehr vom Ideal des mit prächtigem Geschlechtsteil ausgestatteten Pferdes abzuzeichnen. Ungeachtet der sinkenden Beliebtheit der Hengstbezeichnung blieb das Assoziationsfeld Pferd-Reitsport im Leben wie in der Literatur gegenwärtig. Die Reiterstellung, auch in ihrer Umkehrung von Fachleuten Cowgirl Reverse genannt, zählt ungebrochen zu den beliebtesten Sexpositionen, zumal sie der feministisch geschulten, selbstbewusst aktiven Frau die Möglichkeit gibt, eine stärkere Kontrolle über den Mann unter ihr auszuüben. Eine ganz andere Verknüpfung mit dem beliebten Pferd riskiert der amerikanische Schriftsteller James Salter in Alles, was ist. Lauschen wir dem erfahrenen Mann. Sie lag neben ihm. Die ersten Minuten neben ihm. Wie eine Da kannst du mal sehen, wie ich feministisch schon, also gendertechnisch geschult bin. Ja. Sie lag neben ihm wie ein Schwimmer in der Sonne. Da hackt sie. Da müsste, ne? Es ist generisches Maskulinum, natürlich. Aber korrekt wäre wie, ich dachte, ein Wassersportler, wie eine Schwimmerin in der Sonne. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Vielleicht sollen wir kurz Herrn Scholter anrufen. Das hätte auch der wir Verlag fangen doch mal einfach können. An und vielleicht. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr wie ein Schwimmer sagen. Ich mache einfach weiter. Vielleicht sind das auch die Dinge in den... Nein. Wie? Ist schon in Ordnung. Schwimmer kann man ja auch mehrdeutig. Zum Beispiel was in der Wasser... Beim Angeln? Ja. Das ist auch ein Schwimmer. Ja. Ist nicht auch im Klo ein Schwimmer? Ja, das wollte ich sagen. Das wollte ich so zart, aber... Wobei, der Schwimmer beim Angeln heißt Pose. Wie heißt der? Pose. Pose? Pose. Ist eine Pose nicht... Eine ja, das auch. Wenn man jetzt unten an dich einen Haken macht, dann bist du... Also bitte. Ich glaube, die Stelle haben wir jetzt ausgeschöpft. Versuch den nächsten Satz mal, sehen, was er bringt. Er konnte ihre Nacktheit sehen. Fast alles an ihr, im nahen Dunkel. Sie liebten sich sehr einfach. Das hätte auch heißen können, einfach sehr. Sehr direkt. Sie sah zur Decke, er sah auf die Laken. Beinahe wie Schulkinder. Alles war still, nur der Verkehr war zu hören. Fern und weit ab und nicht einmal das.
Die Stille war überall. Und er kam wie ein trinkendes Pferd. Er lag eine lange Zeit auf ihr, träumend erschöpft. Sie hatte seit mehr als einem Jahr mit niemandem geschlafen und sie lag ebenfalls träumend. Dann schlief sie ein. Die Schlüsselstelle, die die unheimliche Ruhe des Geschehens eruptiv durchbricht, ist der geräuschintensive Moment der Ejakulation. Er kam wie ein trinkendes Pferd. Eine getreulich übersetzte Passage im Original heißt es: He came like a drinking horse. Unwillkürlich provoziert die Lektüre dieses Satzes dazu, den Mund zu öffnen und nachzuahmen, was James Salter glaubhaft machen will. Wie trinkt ein Pferd? Lässt sich das auf YouTube nachhören? Wie war das mit den Tieren unserer Kindheit, mit Fury oder Winnetous Ilchi? Tranken die so wie kommende Männer? Fragen, die wir nicht beantwortet haben. Nein. Nein. Nein, ich möchte aber nicht. Ja. So, jetzt machen wir ein kleines Ping-Pong. Herr Mansheimer hat ein Gedichtband mitgebracht. Welchen? Diesen wunderbaren Ins Alphorn gehustet von Thomas Gsella. Den man aus dem Stern kennt. Ne? Ja, macht die jede Woche. Ich habe hier einen älteren von 1999, nicht mehr erhältlichen, natürlich antiquarisch, empfehle ich auch, uneingeschränkt, von Jörg Metes und Tex Rubinowitz, die sexuellen Fantasien der Kohlmeisen. Listen, die die Welt erklären. Wir beginnen mit einem oder zwei kleinen Gedichtchen, und zwar aus der wunderbaren Reihe: Bilden Sie mal einen haltlosen Reim mit. Das ist ein schönes Spiel, kann man immer machen. Zum Beispiel: Bilden Sie mal einen haltlosen Reim mit Offenbach. Die Lösung lautet: Der Apostel Paulus lachte, als sich Gott ihm offenbachte. Das finde ich schon ganz schön. Ne? Da ist, ja, muss einem nicht einfallen, aber wenn, hat man ganz schön mal schon an der Backe. Aber es kommt noch weiter, pass auf. Bremen ist auch schön. Bilde mal einen haltlosen Reim mit Bremen. Tut die Frau die Lust verlieren, tut sie wohl Bremenstruieren. Ist auch schön, nicht? Heißt, ja! Jetzt hat sich der Mechanismus erschlossen. Sehr schön. Einen noch mit Madrid. Madrid ist auch schön. Spaniens Hauptstadt mag es nicht, wenn ein Pferd die Oma tritt. Ein Knaller. Ein Knaller. Hier ist eine Liste von 7 typischen Anfängerfehlern. Der schönste ist die Nummer 6. Im Flugzeug applaudieren, wenn die Maschine abhebt. Darunter finden wir eine Liste mit neuen Zivilisationskrankheiten. Die schönste: Phantomerektionen. Auf der Liste der unbeliebtesten deutschen Vornamen für das Jahr 2009 für Knaben finden wir im Westteil Ramses und Tünnes. Im Osten Matthias René und Kackspecht. Jawohl. Bei den Mädels ebenfalls 2009, West, Ikea, Akne, Petze. Ost, Sanella, Malaria, Karl-Heinz. Vielleicht wieder ein so Gedicht, ja, bis ich wieder neue Listen. Herr Gsella hat ganz schöne Gedichte geschrieben über unsere Nachbarn in Europa, unter anderem über den Schweizer. Der Schweizer zählt zur Bauernschaft, denn all sein Land ist ländlich. Auch ist sein Kehlkopf fehlerhaft, das macht ihn unverständlich. Der Schweizer krächzt als wie ein Aar, doch ist nicht bunt noch federn.
grotesk verkürzt, sein Hosenpaar aus grauen Schweineledern. Kultur bleibt ihm ein fremder Stern. Sein Geist heißt Schweizer Franke. So leben heute rund um Bern Millionen geisteskrank. Dankeschön. Wir bedanken uns herzlich. Dank. Sie waren ganz toll.